Dieser Lost Place, das Haus der blinden Dame, ist viel mehr als nur ein verlassenes Haus. Aber irgendwie muss man es ja benennen. Vor ein paar Jahren wurde mal begonnen, die wundervoll gelegene ehemalige Gaststätte mit Wohnbereich zu sanieren. Aber der wirkliche Plan dahinter, ich meine, der funktioniert halt nicht, wenn man das Dach nicht abdichtet, bevor man neue Trockenwände einzieht. Dieser Plan ist ein verwuchertes Mysterium. Genauso wie der Dschungel, der sich rundherum mittlerweile selbst verwirklicht hat. In beinahe romantischen Bildern holt sich die Natur zurück, was der Mensch ihr einst genommen und nicht weiter behalten wollte. Oder konnte? All die Erinnerungen an vergangene Existenzen im obersten Geschoss werden wohl bald nichts weiter mehr sein als der Hauch der Geschichte, konsumiert und verdaut von gnadenloser Natur. Und genau das finde ich bei Lost Places am faszinierendsten. Wundervoller Verfall, noch immer voller Relikte der Vergangenheit. Da bekomme ich Herzchen vor die Augen, aber seht selbst, macht euch euer eigenes Bild und viel Freude dabei. Und wie letztes Mal auch, lieben Dank an die Lost Lovers Hannover, die mal wieder keine Mühen gescheut haben, diesen verlorenen Ort nicht nur zu finden, sondern ihn auch gleich noch auf Speicherkarte gebannt haben. Ist mir eine Ehre. Ganz dickes Danke. Doch jetzt Schluss mit dem Drumherum-Geschleiche. Gute Freunde helfen immer gern. Gell, Scotty? Die unteren beiden Geschosse stehen voller Renovierkram. Sanierkram kann man gar nicht dazu sagen. Überall wurde halt mal ein bisschen entkernt, einfach mal schnell Reparaturen durchgeführt und ein bisschen Trockenbau gespachtelt. Aber das echte Problem dieses Hauses, zu den erstaunlichen Bildern, da kommen wir noch, wurde eiskalt ignoriert. Oder Omi hat ihr ganzes Zeug da oben einfach mit einem Fluch belegt. Und niemand fand die Traute, da was anzupacken. Nächstes Mal dann mit Geisterjäger-App auf dem Mobiltelefon hierhin Klarheit schaffen. Oder besser auch nicht, weil ich jeden, der Geister auf WLAN-Frequenzen sucht, echt würgen mag, für die Dreistigkeit, mit seiner Existenz meinen Sauerstoff wegzuatmen. Klar, so ein Geist, der funkt doch genau auf 2,4 oder 5 Gigahertz. Ihr glaubt doch auch an die Echsenmenschen aus der hohlen Erde, die im Lufthansa-Aufsichtsrat die Chemtrails beschließen, um eure DNA umzuprogrammieren. Der Zenit der Menschheit ist hinter uns. Zumindest, wenn ich so manche Videos aus meinen YouTube-Vorschlägen betrachte. Oder die Ersteller konsumieren einfach ein bisschen viel von diesem gelben Motoröl. Würde auch einiges erklären.
Das Dach zuerst. Immer zuerst das Dach. Aber nee, erstmal eine Trockenbauwand rein. Die alte war ja schimmelig. Oh, Brett vor den Kopf hau. Und jetzt geht's dem Pudel an den Kern. Warum zum Geier hat hier oben niemand das jahrzehntelang undichte Dach geflickt? Ich mein, das freut ja. Kann man noch richtig viel coole Dinge gucken in diesem Lost Place. Die Systematik aber, die will mir partout nicht ins Gehirn. Och, jedes Kind kann diese Zeitschrift am Kiosk kaufen. Warum muss ich den Scheiß für YouTube hier eigentlich zensieren?
Und damit nehmen wir Abschied von der großen Liebenden und von diesem schönen Lost Place. Habt ihr ein paar Cent übrig, dann freuen wir uns über eure Unterstützung, vor allem aber über ein Däumelein oder ein Abo, wenn ihr meint, dass auch ein nicht ganz so klicky-klicky heißerisch daherkommender Lost Place Kanal das auch bekommen darf. Habt immer so schöne Örtlichkeiten. Und wenn ihr könnt, bleibt gesund. Und wenn ihr mögt, dann bis bald.